Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Fail Beyblade Pixels. Das wird jetzt wohl der Abschluss dieser Aufnahmesession. Ist der fünfte Part jetzt, glaube ich, in Folge. Und ja, ich habe zwar eine kurze Pause eingelegt, bin zwar hier im Spiel verblieben, aber ich brauchte unbedingt jetzt mal ein kleines Käffchen, ein bisschen Nervennahrung, um hier auch wirklich weiterzuspielen. Ja, im letzten Part haben wir uns hier so ein Stück vorwärts gefailt und ich denke, genau da werden wir es auch weitermachen. Wobei ich hoffe, dass es mehr vorwärts als Gefehle gibt. Von daher genug gelabert, weiter geht's mit Beyblade Pixels und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass dieser Part irgendwann mal wieder aufhört. Also hier dieser Sägeblätter-Part. Ja, dass mir das Wort noch einfällt hier, ne? So, okay. Au, au, au. Ja, zu spät gesprungen. No. Fängt super an. Ja. Nee, nein. Das fängt ganz und gar nicht gut an. Ja. Knack, 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 knack. Goddammit. Vielleicht hätte ich doch, ja, egal. Komm. Vielleicht hätte ich doch die Session nach dem letzten Part beenden sollen. Ja, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso komme ich da jetzt überhaupt nicht mehr hoch? Okay. Soweit. So gut. Ich glaube, ich bin da auch teilweise einfach zu panisch. Also eigentlich habe ich teilweise doch mehr Zeit, als ich das annehme. Und teilweise auch nicht. Au. Au. ich glaube, es wird ein sehr langer Weg zum nächsten Checkpoint. Ja. Das ist doch nicht zu fassen. Ist halt auch wirklich so, dass hier jeder kleine Fehler. Ja, ich kann hier nicht mal überspringen, also ich muss hier jedes einzeln nehmen, das nervt. Nein. Das gibt es doch nicht. Ja. Dankeschön. Ist wirklich, also machst du hier einen kleinen Fehler, ist alles vorbei. Ja, wie hier zum Beispiel. Das könnte, wie gesagt, noch eine Weile dauern. Ja. Das hat eigentlich vorhin schon mal besser geklappt. Au, wow. Was war das denn? Au. Okay. Wie schwer kann es sein, ein vernünftiges Timing hinzukriegen? Ja. Wie gesagt, eigentlich... Da, ja, zu viel Zeit hat man eben auch nicht. Nimm das. Ja. Whatever. Ganz langsam. Wie gesagt, eigentlich ist da gar nicht so wenig Zeit vorhanden. Das heißt, eigentlich... Hallo?
Hallo? Geht's noch? Ihr habt doch echt ein Rad ab, ehrlich. Boah. Ihr habt doch echt ein Rad ab, Leute. Also nicht hier, ne? Aber das sollte ja klar sein mittlerweile. Meine... ja. Das war bescheuert. Also das muss wirklich in einem Ratz gehen hier. Nein. Oh. Was für ein Gefälle. Ach Gott, dang it. Ich werde dieses Spiel beenden, wenn es das letzte ist, was ich mache. Ganz ehrlich. Ich werde es irgendwann beenden. Gott! Doch nichts. Ich bin da einfach nur hoch. Ohne irgendjemandem weh zu tun, ohne sinnloses Blutvergießen. Wow. Ich will einfach nur hoch. Ehrlich, Leute. Ehrlich. Ja! Nee! Nee. Also, bei allem Respekt. Und bei aller Liebe zu schwierigen Spielen, ja. Aber ganz ehrlich, Leute, hier, ihr schießt echt den Vogel ab. Mit dem hier. Ich kann hier auch nirgends, es ist nirgends wo eine Möglichkeit stehen zu bleiben. Das ist... Ja, Leute, ich erwarte mir ein bisschen Mitleid hier nach diesem Part. Ja, ich weiß, ich bin selbst dafür verantwortlich. Was spiele ich auch so ein Rotz? Ja, ein Spiel für die ganze Familie hier. Auf jeden Fall. Oh, wenn ich wenigstens hier mal speichere. Aber ich bin ja vom Speichern bin ich so weit weg wie wahrscheinlich vom Ende des Spiels. Nee. Also, wie gesagt, ganz ehrlich, Leute. Man kann es auch etwas übertreiben. Ja, komm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ehrlich gesagt. Es ist... Ihr seht ja auch selbst. Ich habe letztens auf Ask eine Frage bekommen, die wie folgt lautete. Ja, das kann ich euch ja wohl erzählen. Und zwar, welcher Film hat mich, oder ob es einen Film gab, der mich zu Tränen gerührt hat? Das habe ich beantwortet. Und ganz ehrlich,
Eigentlich hätte die Frage lauten müssen, gab es hier ein Spiel, welches dich zum Training gerührt hat? Ich muss sagen, bisher eigentlich nicht. Wobei, ja doch, es gab eins, aber das werde ich jetzt hier nicht nennen. Denn das war wirklich, weil ich es dermaßen berührend fand und ergreifend. Aber das Ding jetzt hier, das treibt mir wirklich die Tränen in den Augen. Und nicht, weil ich jetzt hier so unglaublich viel Mitleid mit Spooky hätte, sondern weil ich einfach nur noch... ich bin am Boden zerstört. So. Ja, super. Dankeschön. So, ich werde das Ganze jetzt ein letztes Mal versuchen. Ich bin einfach jetzt auch wirklich nicht mehr in der Lage, hier normal weiterzuspielen. Und gleichzeitig auch noch zu kommentieren. Ja, das Spiel hat's. Jetzt hat es das Spiel endgültig geschafft, um mich hier zu brechen, sag ich mal. Zumindest für einen Moment. Auch wenn ich verdammt stur bin und das Ganze jetzt doch nochmal versuche, ein letztes Mal. Hat nicht gut begonnen. Boah, das ist so ein Präzisions... Nein, das wäre meine Chance gewesen. Das ist so eine Präzisionsspringerei, das ist unglaublich. Ja, klar. Ja. Da ich hier auch gerade im Hintergrund die Kirchturmuhr höre, das bedeutet, es dürfte jetzt 19 Uhr sein. Und ich glaube, ich habe diese Aufnahme um 15:15 begonnen, das heißt so 15 Minuten rum. Würde ich sagen, wir belassen es dabei. Nach diesem letzten... Ja, nee. Aus. Aus. Bevor ich hier den nächsten Controller an die Wand werfe, ich wollte sagen, mir aus der Hand fällt und unglücklich landet, mache ich jetzt hier mal Schluss. Tut mir leid, liebe Leute, ich weiß, in diesem Part eigentlich gar kein Fortschritt, ne? Nee, kein Fortschritt, nichts, gar nichts. Könnte ich jetzt eigentlich, wenn ich gemein wäre, könnte ich ihn verwerfen, könnte sagen, hey, dieser Part hat nie existiert, ne? Ich nehme einfach das nächste Mal genau wieder von dieser Stelle aus auf, aber das bin ich nicht. Ich lasse Fails und dergleichen einfach in meinen Videos. Und ja, ich hoffe trotzdem, euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen zu dürfen, wenn das heißt Let's Fail Wayblade Pixels. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit, habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend, wie auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.